Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Spielblick. Im Seelenpartnerbereich wollen wir uns jetzt anschauen, um was geht es da so, was sind so die blinden Flecke, was sind die gemeinsamen Unstimmigkeiten, Hemmnisse, Missverständnisse vielleicht auch, wie steht man zueinander, wie sieht man sich und was kommt dann noch so alles so ein bisschen rauf und eventuell schauen wir uns nachher auch nochmal explizit bei euch die internen Prozesse oder die inneren Prozesse und das, was so im Außen gerade los ist bei euch an. Das Ganze kommt jetzt auch als Legeschablone, ihr seht das schon, aber die Druckerei ist da erst am Machen. Das ist das mit den Schmetterlingen, mit dem wunderschönen Hintergrund so in Orange bis violetten Farben. Wenn ihr in den Shop schaut, seht ihr das dann. Das ist quasi diese Legeschablone, die wir uns jetzt anschauen werden. Nur jetzt ein bisschen anders, weil live und auch ohne Schablone. Aber dieses System gibt es auch dort zu kaufen für euch. Gut, ihr Lieben, wir starten und schauen uns das jetzt in aller Ruhe an. Bis gleich. Okay, also wunderschön, was wir da jetzt schon sehen und auch ein bisschen witzig fast schon, finde ich, weil man da auch beim Missverständnis ganz gut sieht, woran es da eigentlich auch happen könnte. Aber wir schauen uns das einmal genau an. Ich habe das jetzt ein bisschen anders aufgelegt, dass da auch Platz ist, damit wir das alles sehen und es nicht ganz durcheinander ausschaut. Wir schauen uns jetzt einmal die erste Position an und das finde ich sehr, sehr interessant. Wie steht ihr eigentlich zueinander? Also grundsätzlich, ja, haben wir hier ein absolutes, wunderschönes Potenzial. Du hast ein perfektes Gegenstück gefunden, da geht es aber um diese Seelentiefe, um diese Seelenvereinigung. Da geht es wirklich darum, dass diese wunderschönen Seelen miteinander matchen. Das ist einfach Liebe, die da ist. Das spürt man auch in dieser Energie, das spürt man auch in dem, was da eigentlich in der Wandlung ist. Dieses, man darf sich auf allen Ebenen hier wirklich finden, umarmen und miteinander sein, was auch immer das für den Einzelnen dann heißen möge. Und wir haben hier die Situationen auf deiner Seite, ich konzentriere mich jetzt auf dich, egal welches Geschlecht du hast, du bist hier auf der linken Seite und den Seelenmensch auch wurscht, welches Geschlecht er oder sie hat, ist auf der rechten Seite. Du hast hier tatsächlich, wie stehst du dazu? Da kam so durch dieses, ich weiß es nicht, das Ganze ist schon ein bisschen ein Risiko, irgendwie wird für mich da auch neu gewürfelt, ich verliere irgendwo auch diesen Stand, den ich bisher gehabt habe, also irgendwas wird hier neu gewürfelt, das ist hier etwas im Geschehen, man muss sich das erst wieder neu ein bisschen sortieren und ansehen, das Ganze, das kommt hier ganz stark durch. Was ist hier auf deiner Seelenmenschenseite? Und da haben wir, wie steht dein Seelenmensch dazu? Und da haben wir den Umbruch drin, irgendwie, wie wenn sich gerade alles lichtet, ja, wie wenn man auch aus dunklen Gedanken herauskommt, wieder ins Licht und sich vielleicht ein bisschen auch traut, über diese ganzen Geschichten hinwegzusehen. Also es ist ein Umbruch drinnen. Ja, auch da war man vielleicht stark gedankenlastig drin, das sehen wir auch hier im Mangel, aber jetzt einfach nur, wie stehe ich dazu? Da ist ein Umbruch drin. Da tut sich etwas, da geht es aus einer Schattenseite ins Licht, da wühlt sich etwas auf, da bricht etwas durch. Wahrscheinlich ist ja auch mit den Vögeln die Führung eingeschalten. Oder ihr trefft euch auch wieder durch die Führung, die hier passiert, wie auch immer, was auch immer hier stattfindet, aber da kommt Licht ins Dunkel. So steht dein Gegenüber im Moment zu eurer Situation. Was denkt ihr euch gegenseitig oder was denkt ihr denn über den anderen? Und du hast hier in dieser Position, hast du die Schlange drinnen. Wie stehst du zu deinem Gegenüber gedanklich oder was denkst du über deinen Gegenüber?
oder zu dieser Situation und mit der Schlange, also zum einen hat das natürlich auch mit einer anderen Partnerin zu tun oder mit der Heilung der Weiblichkeit an sich und hat aber auch damit zu tun, dass jemand vielleicht in seinen Bewusstwerdungswegen auch ein bisschen langsam vorangeht. Ja? Zusätzlich ist das einfach auch, man denkt sich, das Ganze ist einfach auch schon, auch wenn es um die Bewusstwerdung geht, auch wenn es um diesen Prozess geht, ein langer Prozess. Und man wünscht sich ja schon, ich meine, der Wunsch liegt dann extra, aber man wünscht sich ja schon, dass diese Schlange, dass dieser Prozess einfach endet und es aus dieser zerrissenen Acht wieder in den Fluss gerät, beziehungsweise sich die Stricke lösen und man da auch wieder in Freiheit steht, sich da wirklich auch persönlich vielleicht auch miteinander zu begegnen. Also irgendwo ist das, da kommen ganz, ganz viele Eindrücke, ganz viele Dinge mit, was man sich da einfach so denken könnte. Warum hier auch so viele Gedanken mitkommen ist, weil das sieht man hier dann auch, hier ist auch das Hemmnis, sind einfach auch ein bisschen die Gedanken, wo es ganz, ganz stark auf deiner Seite darum geht, auch wieder ein bisschen hier ins Herz zu kommen, die Gefühle zu öffnen und einfach mehr frei in deinen Gedanken zu sehen, also nicht den Ballast oder den Druck im Kopf zu sehr sich auf den anderen hier zu fokussieren, weil da tut sich auch einiges auf. Was sind hier bei deinem Seelensternchen die Gedanken? Und da weiß man auch nicht so recht. Also hier haben wir die Mäuse auf dieser Position und da knabbert es schon recht. Also irgendwie macht man sich Gedanken, was einem eigentlich fehlt, was war eigentlich in der Situation los, wovor hat man eigentlich tatsächlich auch diese Ängste, sich da vielleicht auch in diese Situation einzulassen, zu klären, irgendwas zu tun. Warum komme ich auf Klären auch zwischen euch? Mir fehlt hier irgendwo wirklich die Kommunikation und man sieht es auch hier tatsächlich, weil der blinde Fleck die Kommunikation tatsächlich ist und sich einfach aufzumachen, die Flügel aufzubreiten und hier in diese Kommunikationsebene wieder hineinzugehen. Und das heißt jetzt nicht, dass man sofort dem anderen schreibt, sondern es gibt auch eine seelische Ebene, auf der man kommunizieren kann. Und wenn es menschlich gerade wirklich nicht passt, ja, für den einen oder anderen, dann würde ich wirklich empfehlen, dort auf diese Ebene zu gehen und sich erst einmal Ausdruck zu verleihen und dort wirklich einmal sich auch überhaupt anzusehen für sich selber, was möchte man da überhaupt auch zum Ausdruck bringen und was geht es denn da? Kommt man da vielleicht noch auf ein paar Sachen drauf für sich selbst, bevor man sich mit den anderen wirklich in diese Ebene der Kommunikation auch befindet? Und für diejenigen, die hier schon offen kommunizieren, ist es mir trotzdem so ein bisschen dieses Oberflächliche, also man schaut hier, wir sehen es hier, ja, die Gedanken, man ist hier vorsichtig, beide sind hier vorsichtig aus verschiedenen Situationen heraus, ja, vielleicht weil es da lang dauert, vielleicht weil es da auch ein Bewusstwerdungsweg ist, vielleicht weil es da auch um das Thema der Konkurrenz, der nicht genug sein, was auch immer hier alles geht, ja, das liegt hier in der Heilung und hier einfach auch dieser Mangel, die Ängste, ja, dieses, es knappert schon, Energieverluste, was brauche ich eigentlich und wovor habe ich Angst eigentlich auch in dieser Verbindung, ja, also eher hier das Aushalten oder dieses Sehen, was da eigentlich los ist oder sich auf die erste Stelle stellen und hier dieses verliere ich da vielleicht, ja, auch große Verlustängste. Was ist hier auch auf der Seite, was ist, wenn ich mich darauf wieder einlasse, ja, nicht jeder von euch ist ja hier ganz, ganz strikt vom anderen verlassen worden und da kommt auch mit dieses, was ist, wenn ich mich hier eigentlich wieder einlasse, geht das dann wieder schief, funktioniert das wieder nicht, ja, ist das dann wieder irgendwie so eine nervenaufreibende Geschichte, die es da war, auch kam jetzt auf der Seelenpartnerseite, auch für mich, ja, also der Seelenpartner hier sieht scheinbar, dass es für euch beide irgendwie auch so eine Berg- und Talfahrt war, das Ganze. Und, ja, hat aber nicht nur hier mit dir zu tun. Ja? In diesem Mangel kann ich nicht. Ja? Auch der Seelenpartner hier fühlt sich hier auch vielleicht noch nicht ganz reif, dir überhaupt entgegenzutreten. Ja? In manchen Situationen fühlt man sich hier überhaupt noch nicht so weit, in diese Verbindung zu gehen. Ja, auch das sehen wir jetzt dann noch. Wie sind eure Gefühle zueinander? Und das finde ich wunderschön, weil das sieht man, hier ist bei dir die Heilung drinnen mit dem Baum, eine ganz, ganz stabile, alte Geschichte, würde ich jetzt fast schon sagen, die in der Heilung liegt. Ja, also auch über den Regenbogen hier angebunden an die ganzen Erzengel, an die Führung, aber auch an die Erde, gehst du für dich da einfach diesen Heilungsweg, auch den Heilungsweg der Gefühle. Du gibst ab,
mit der Regenbogenenergie, was nicht mehr stimmig ist, und holst zu dir, was dich jetzt einfach hier in die Blüte bringt. Und bei deinem Herzensmenschen ist dieses Gefühl auch diese Klarheit, diese Freude, diese Unendlichkeit eigentlich hier. Ja? Die Unendlichkeit, aber auch dieses spirituelle Bewusstsein. Hier ist mit Baum und Stern diese Verbindung auf allen Ebenen eigentlich klar. Vielleicht nicht im menschlichen, ja, vielleicht noch nicht, vielleicht kommt das erst an. Aber hier auf der Herzebene ist das wunderschön und klar. Ja, also hier einfach dieser Stern, der sich auch entfalten darf, diese Verbindung auch zwischen vielleicht auch der Ursprungsenergie, die sich dann hier auf der Erde wiederfindet, diese Verbindung zwischen Kosmos und Erde, ja, Mond und Sonne, wie auch immer, spiegelt sich hier dann auch wieder. Was ist jetzt euer blinder Fleck? Und das finde ich sehr interessant, weil da haben wir hier bei dir den Ring und bei deinem Seelensternchen den Baum und die Sonne. Und weil ich das jetzt intuitiv so hingelegt habe, verbinde ich die Sachen jetzt schon auch miteinander, ohne jetzt die Positionen zu berücksichtigen, sondern ausgehend von dort, wo ich gerade schaue. Und da nehme ich bei dir schon wahr, dass diese Situation dein blinder Fleck ist, dass das vielleicht so sein muss, genau so. Ja, also zum einen geht es hier um Verbindungsdinge auch bei dir, um Verbindungsstrukturen, und zum anderen geht es aber auch darum zu erkennen, dass wenn hier noch eine andere Person ist, dass das unumgänglich ist und wichtig ist, dass hier diese Verbindung, diese Partnerschaft einfach auch stattfindet zwischen den beiden. Und das nicht primär ein Risiko für dich ist, sondern einfach nur ein Lernweg, ein Bewusstseinsweg, um aus deinen Kreislaufzyklen, aus deinen Zyklen, die du hast, hier wirklich in der Verbindungsgeschichte deiner eigenen Seelenlinie herauszukommen, in diesen wunderschönen, weiten Fluss wieder. Auch die Verbindlichkeit liegt hier im blinden Fleck drinnen, also auch die Verbindlichkeit von dir zum anderen. Ja? Vielleicht hast du aufgrund dieser Geschichten hier, weil das jetzt auch gerade in der Heilung ist, immer wieder auch versucht, diese Verbindlichkeit oder diese Verbindung irgendwie abzulegen, abzuschnallen, wegzukriegen, ja? Irgendwie rauszulassen, einfach auch einen leichten Widerstand. Das ist in diesen Prozessen völlig normal, dass man sich in solchen Situationen befindet. Und das kann tatsächlich auch hier sein, dass hier noch auch ein bisschen mitkommt, dieses, mach dir wieder klar, was die Verbindung eigentlich zwischen euch ist, und sag dazu ja, egal was, in welcher Situation ihr euch hier befindet, damit das Ganze für dich hier in die absolute Heilung auch gehen kann. Weil das ist der blinde Fleck, und du möchtest hier ja auch wieder in die Gefühle und möchtest hier auch wieder in den Fluss. Was ist hier die Verbindung, der blinde Fleck von deinem Seelenmännchen? Und da geht es um die Verbindung. Der blinde Fleck deines Seelengefährten ist hier tatsächlich, dass hier diese Lebensfreude, dass durch diese Verbindung einfach die Erfüllung geschehen kann. Das sieht man hier nicht. Man sieht vielleicht nicht, dass all dieses Chaos, was da auch passiert ist, vielleicht auch all der Schmerz, vielleicht auch diese Trennungssituationen, der Mangel, der da vielleicht auch auf dieser Seite passiert ist, aus irgendwelchen Situationen heraus, dass das einfach nur der Heilung dient, um hier in die Stabilität zu kommen und hier wirklich diesen Genuss, dieses Lebensgefühl, diese Solarplexus, Lebenskraft, Freude in sich zu eröffnen und in seine eigene Macht hier einzutauchen. Das hier sieht man vielleicht noch nicht. Vielleicht erahnt man es irgendwo, ich sehe es da unten auch, aber der Fokus, der blinde Fleck deines Lebensgefährten liegt eher dort, dass man sich hier denkt, oh, das war für dich. Ja? Und den eigenen Part hier drinnen, den sieht man hier noch nicht, aber noch nicht, den wird man hier noch sehen. Weil da wird die Transformation einfach auch geschehen, und das ist wunderschön, aber es ist sehr interessant, dass hier auf dieser Stelle wirklich dieses riesige Potenzial, dieses riesige Erfüllungsglück tatsächlich als blinder Fleck noch laut. Und ich greife noch kurz vor, das hat mit den eigenen Wünschen auch zu tun, was wir hier noch bei ihm oder bei ihr als Hemmnis sehen. Wir kommen zur nächsten Position. Was ist denn der eigene Wunsch in der ganzen Situation? Und der eigene Wunsch, da habt ihr hier die Fische und den Sarg.
Und da ist auf deiner Seite einfach dieser Fluss, einfach dieses Miteinanderfließen, die Fülle, das Glück. Du möchtest aus diesen zerrissenen Kreisläufen, ja, also du möchtest auch in diese Situationen gar nicht mehr zurück, sondern du möchtest, dass das Ganze einfach fließt und diese komischen Kreisläufe vielleicht hier einfach auch enden. Das ist dieser Wunsch, dass es einfach tief geht, dass es frei geht, dass es einfach fließen darf, ja, und dass vielleicht auch hier einfach durch diese drei Fische, wenn diese Situation hier mit einer Dame zu tun haben, dass sich das hier irgendwie auch löst, ja, dass man dann hier auch nur mehr vielleicht gemeinsam schwimmt oder diese Situationen in ein gemeinsames Gewässer bringt, ja, also wie auch immer man das jetzt dann sagen möchte. Auf der Seite deines Seelengefährten geht es hier tatsächlich darum, was braucht man, was wünscht man sich hier, und da geht es um ganz viel Ruhe und Stabilität und um Kraft, die man sich hier in der Ruhe schafft, und man wünscht sich schon das Ende von diesen zermürbenden Prozessen. Also man sagt hier schon, ich wünsche mir die Transformation, weil das alles, was da mitschwingt, ich spüre das schon, dort will ich raus, das ist nicht mehr meins, das ist nicht das, wo ich das Gefühl habe, dass es hingehen darf, sondern ich möchte die Transformation haben. Ich möchte, dass das Ganze wieder wie die Phönix-Energie kommt, jetzt mit aus der Asche auferstehen darf, dass wir aus diesem Todesprozess, ja, aus diesem Neuen, ja, in der Bewusstwerdung, auch in der Vollendung, dass wir diesen Kreislauf, diesen schweren Kreislauf, diesen gestorbenen Kreislauf tatsächlich hier beenden, damit etwas Neues wieder in der Acht, und das ist jetzt sehr interessant, das ist mir gerade aufgefallen, weil da hatte ich irgendwas gesagt mit der Acht, dass sich das wieder verbindet, und genau das wünscht sich hier dein Seelengefährte auch, ja, dass es wieder aus diesem Prozess die Blüte erblüht, ja, wie das Gänseblümchen aus dem Asphalt, dass es sich wieder herausstreckt, entgiftet, die Asphaltsteine entmachtet, auseinanderbricht, ja, und da eine wunderschöne grüne Blumenwiese, wahrscheinlich mit Schmetterlingen und wieder entsteht, wo alles wieder fließen kann. Man möchte hier auch aus diesem Kreislauf raus. Was sind jetzt die nächsten Schritte? Da haben wir hier die Position bei dir, den Berg, und wir haben hier auf der Position deines Seelengefährten die Würfel und das Herz. Bei dir heißt das im Prinzip eigentlich, du bist hier jetzt einfach für dich am Fließen. Für dich ist hier an dieser Stelle jetzt nichts zu tun. Deine nächsten Schritte sind nicht blockiert, sondern du darfst dich auch hier einfach dem Fluss der Zeit hingeben. Wo willst du hin? Du verbindest hier mit dem Hirsch. Du gehst einfach in diese Kosmosweisheit hier auf der Erde, verbindest du Kosmos und Erde miteinander und siehst. Du siehst einfach, dass hier ein Weg ist. Da ist ein Wanderweg, hier ist ein Berg, den kann man besteigen. Man kann sich von oben, ja, vielleicht der nächste Schritt auch, dass du einfach mal nach oben gehst und den Blickwinkel änderst. Ja, du gehst einfach aus dem Tal hinauf auf die Spitze des Berges und siehst von dort hernieder, fast schon, um was es da eigentlich geht. Ja, das ist so deines. Da geht es aber eigentlich im Prinzip sehr um dich. Das hat jetzt nicht einmal primär was mit deinem Seelengefährten zu tun, schon, aber irgendwo geht es da ganz, ganz stark darum, einfach nur den Blickwinkel zu ändern, ja, aus einer Position, wo du nicht alles sehen kannst, gehst du jetzt einfach hinauf, um vielleicht nicht nur das große Ganze, sondern einfach auch mal einen Überblick zu überschaffen, um was es da eigentlich geht, und einmal ganz genau zu schauen, da ist ein Fluss, da ist ein Berg, da ist ein Baum, da sind Tiere, da ist ein Zaun, da ist was weiß ich, was alles, ja, weil von dort, wo du gerade stehst, ja, siehst du es noch nicht, deswegen verbindest du dich jetzt hier und gehst einfach einmal hinauf, um dir einen Überblick zu verschaffen. Das ist so irgendwie deines. In aller Ruhe, mit all deiner Kraft, ja, schaust du dir das Ganze einfach aus einem anderen Blickwinkel an. Und bei deinen Seelengefährten haben wir hier tatsächlich das Risiko der Liebe. Hier wird neu gewürfelt, ja. Hier haben wir die Positionen, das ist ganz interessant, weil du hast es ja so, stehst du zu dem anderen, dir ist das klar, und hier kommt es in den nächsten Schritten, wird es klar, weil hier geht es auch um die Liebe, hier geht es darum, sein Herz wieder zu öffnen und das nicht mehr als Risiko zu sehen, sondern auch wieder ein Stück weit aufzumachen und diesen Neubeginn, diese Chancen auch für sich zu sehen, wahrzunehmen, weil hier wünscht man es sich ja auch. Und das ist jetzt total interessant, weil hier habe ich gefragt, was ist euer gemeinsames Missverständnis. Und beim gemeinsamen Missverständnis kommt das Haus. Und das ist auch interessant, weil da geht es ja dann auch um die Kommunikation. Was wünscht man sich? Was heißt Stabilität? Was heißt Zuhause? Was heißt Familienglück? Was heißt, auch kam jetzt, ich will zu dir zurück. Was heißt das hier gerade? Irgendwie sind da so viele Möglichkeiten. Da geht es um Wohnen, da geht es um Leben, da geht es um das eigene, den eigenen Seelenhaushalt, da geht es um all das, was man sich selbst für sich in seiner Stabilität auch mit der 4 definiert, da geht es um sein eigenes
Glück auch, und das ist das Missverständnis, ihr seht vielleicht den anderen da noch nicht. Ja? Da kommt ihr vielleicht noch nicht ganz drauf, was das eigentlich für den anderen in Wirklichkeit bedeutet. Und das darf man sich gemeinsam ansehen, wenn man hier diese Kommunikationslinie für sich wiederfindet. Wir haben dann als nächste Positionen eure Ängste und eure Hemmnisse. Die wollten extra noch einmal zur zufallende Hemmnisse. Eigentlich ist die Position für sich alleine Angst und Hemmnis. Da wollte es aber extra gesagt werden. Dann schauen wir uns das einmal an. Deine Angst ist, dass irgendwo dieser Neubeginn immer wieder durch Rückzüge durchzogen wird, ja, und auch, dass dieser Neubeginn nicht wirklich stattfindet und endet. Ja, da geht es auch mit dem Rückblatt, mit den Ängsten, mit den Verletzungen. Du willst dir hier schon ansehen, was hast du gesät, was darfst du jetzt ernten. Ja, und da geht es nicht darum, dass du diese Rückzüge gesät hast und ernten willst, sondern das hast du alles schon erlebt und du willst jetzt für dich eben neue Gaben oder eine neue Ernte einfahren. Ja, nicht mehr dieses Alte, was hier jetzt da enden will. Und deine Angst ist hier im Prinzip, dass das Ganze immer wieder in dieser Verletzung endet, immer wieder in dem Rückzug endet, dass der Neuanfang eigentlich nicht wirklich passieren kann, weil hier einfach noch zu viel zugemauert ist und weil die Selbstliebe hier vielleicht auch irgendwo verschlossen bleibt und dieses frische, kreative, übersprudelnde, leichte zwischen euch durch diese Situation irgendwie nicht passieren kann. Das ist so ein bisschen die Angst und da haben wir gleich das Hemmnis auch dazu, das sind die Gedanken und da darfst du dir ganz viel Ruhe schenken und dich nicht hier in diesem Labyrinth verrennen, sondern hier wirklich ganz, ganz stark einfach in deine Führung zu spüren und mit den Herzen zuzuhören vor allem, weil hier ist das Hemmnis, dass man sich zu viele Gedanken über diese Situationen macht. Was ist die größte Angst deines Gegenübers und was ist hier das Hemmnis? Und die größte Angst gegen deines Gegenübers ist tatsächlich hier, wenn ich mich meinem Seelenflügel öffne, wenn ich hier in diese Bewusstwerdung gehe, wenn ich für mich einstehe, wenn ich sage, okay, da kommt die positive Veränderung, da wird mir das alles klar, ich möchte jetzt einen neuen Heimatshafen anlaufen, was sagt mein Umfeld da? Bin ich dem überhaupt, kann ich dem überhaupt standhalten? Was passiert mir dann da eigentlich? Ja, wie reagieren denn die Leute drauf? Wird da sehr über mich getratscht, geredet? Kann ich dem überhaupt dann standhalten? Was blüht mir da? Ja, ist dann mein Umfeld weg? Ist es noch da? Wie auch immer, also hier ist ganz, ganz geprägt die Außensicht. Was kommt dann von außen? Das irgendwie kommt dann auch noch mit. Im Moment will ich das nicht. Ja, das ist eben hier das Problem, diese Angst eben ganz, ganz stark verknüpft mit dem eigenen Umfeld. Was ist die Hemmnis? Das Hemmnis hier an der Stelle ist, dass man sich seiner eigenen Wünsche hier noch gar nicht gewahr ist. Ja, vielleicht setzt man sich auch hier sehr, sehr stark für das Umfeld ein. Man ist hier sehr verbandelt mit dem Umfeld, ob das Familie ist, ob das Freunde ist oder ob das beides ist, ob das noch eine eigene Familie ist, die verknüpft ist mit der Familie. Ja, das weiß ich hier jetzt nicht, weil da verschiedene Szenarien sind, aber ihr wisst das ganz sicher. Und da geht es eben noch darum, da setzt man sich scheinbar sehr für die anderen noch ein und macht sich das selber noch klein kommt, weil diese Wünsche, die sind hier fast übergroß und noch nicht erreichbar und man hat hier wahrscheinlich noch nicht hineingeschaut oder traut sich immer mal wieder zögerlich da rein zu sehen und denkt sich, da muss ich erst in die Stabilität, damit das Ganze in der Heilung überhaupt für mich passieren darf, irgendwie bin ich noch nicht so weit. Das ist das Hemmnis, dass man hier sich noch nicht ganz bereit fühlt, seine eigenen Träume und Wünsche für sich zu eröffnen, sein eigenes Glück zu finden, in die Leichtigkeit, in diesen eigenen Frühling zu gehen. Ja, da hätte man den Schlüssel in der Hand, noch möchte man es aber noch nicht sehen. Und dann haben wir hier, was glaubst du, was das Potenzial ist eigentlich zwischen euch beiden? Nein, stopp. Wir haben auch hier tatsächlich der gemeinsame Wunsch an dieser Stelle wäre hier tatsächlich die positive Veränderung, also das wünscht ihr euch ein und für sich beide, haben wir ja auch schon gesehen, dass der Wunsch schon sehr stark da ist und aus diesen alten Anhaftungen herauszugehen, das ist der gemeinsame Wunsch, den ihr da miteinander tragt. Und was ist das Potenzial? Was ist die Angst? Entschuldigung, das war der Wunsch und die gemeinsame Angst ist hier die Verletzung. Man hat hier, beide Seiten haben hier Angst,
sich zu verletzen, den anderen zu verletzen, die Situation irgendwie falsch zu machen, wieder zu verlieren. Und das, was übergeordnet mitkommt, ist tatsächlich das Potenzial zwischen euch beiden. Was es hier mit dieser Angst aufzulösen gilt, ist, sich genau diesen Zögerungen, diesen Schattenseiten, Verwirrungen, diesen Täuschungen, diesen Enttäuschungen auch zu stellen, mir dieses Wort, wenn ich Zweifel, danke, dass mir das jetzt auch einfällt, ja, diese Zweifel aufzulösen. Ja, darum, das ist es, um was es geht. Deswegen geht es hier auch ganz, ganz stark um die Mondenergie von euch beiden. Da geht es um das Empfangen der eigenen Seelenenergie, um diese Schattenthemen hier noch zu sehen und mit dem Fuchs, ja, sich selbst in die Stabilität einmal zu bringen und den Spiegel in der ganzen Situation als liebevolle Begleitung zu sehen. Und da ist das Ei schon ein Stück weit aufgebrochen, weil es geht bei euch beiden auch übergeordnet um das Wirken, aber auch für euch beide selbst um diese Seelenenergie, die da mit der Drachenkraft noch ein bisschen am Schlafen ist. Aber der kleine Drache wird da bald erwachen, weil der Schlüssel ja auch schon fast frei liegt. Also wunderschön, hier geht es auch darum, in die eigene Macht wiederzukommen, in die eigene Stärke, in die eigene Schöpfer- und Handlungskraft und sich nicht hier von diesen Zweifeln, von diesen Unruhen, von diesen trügerischen Bildern quasi und der Angst, auch Versagensangst, ja, auch hier Versagensangst vielleicht, ja, und hier auch diese Verbindungen, auch vielleicht bei dir bei der Ahnenreihe kommt jetzt gerade mit, sehe ich gerade, auch vielleicht auf der Mutterlinie, ja, das hier zu überwinden und sich frei zu fühlen. Und da bricht dann die Eisschale und man hat den Schlüssel in der Hand. So, und wie seht ihr jetzt eure gemeinsame Verbindung? Das habe ich vorher schon vorgegriffen. Dein Seelengefährte sieht hier sehr stark, dass es hier um deine Familienstrukturen geht, dass es hier darum geht, da die Masken abzulegen. Ja? Kommt aber auch mit, wie sieht man das Potenzial eigentlich, sieht dein Seelengefährte, wenn er sich nicht gerade in diesem blinden Fleck befindet, dich auch als unglaubliches Potenzial, wo die Sonne aufgehen darf, wo die Sonne leuchten darf, wo du einfach auch eine unglaubliche Stärke hast, wo es noch darum geht für ihn selber auch, und das ist dann der Spiegel darin, die Familienthemen, ja, und die Selbstentmachtung hier zu überwinden, in die eigene Harmonie zu gehen, und das liegt einfach hier noch im Geheimnis. Aber trotzdem geht es hier um die heilige Verbindung, hüte deinen Schatz, hüte diese Verbindung wie einen Schatz, und das trägt er oder sie auch in sich. Aber dieses Geheimnis liegt hier noch ein Stück weit im Verborgenen. Und was ist das Potenzial hier für dich? Und das finde ich wunderschön. Hier ist übrigens die Verwandlung und auch diese Akzeptanz für den Moment vielleicht. Auch dieses Vertrauen, was sich hier breit machen möchte. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Und du siehst diese Verbindung als, ja, was soll ich das sagen? Das ist für mich diese nahe Seelenverbindung, die du hier spürst und siehst. Mond und Sonne plus den Eisbären, also da geht es um eine uralte, wunderschöne Kraft, wo du jetzt das Gefühl hast, dass das einfach auch einen Ausdruck haben möchte. Ja, das ist das Potenzial, was du siehst. Du siehst dieses unglaubliche, kraftvolle Potenzial, was einfach hier in die Offenbarung will. So, ihr Lieben, ich glaube für jetzt, das darf jetzt einfach mal so stehen bleiben, das lasse ich auch so stehen. Und ich werde uns da jetzt noch ein paar Kärtchen ziehen, was einem da jetzt hilft, für sich ein Stückchen weiter. Was möchte da noch gesagt werden? Wunderschön, es geht um die Windungen, es geht um die Verbindungen, es geht darum, dass alles möglich sein kann. Aber es braucht halt immer auch ein Stück weit Zeit, um sich vielleicht vom Kosmos in dich hinein und aus dir heraus mit der Erde zu verbinden. Aber du bist bereit, diesen Weg jetzt für dich zu gehen. Ja, und da haben wir wieder, also in der Schlummerstunde, in der Ruhe liegt die Kraft hier. Das haben wir gehabt, auch beim Live tatsächlich mit der Babuschka, ja, seine innersten Anteile in sich wahrzunehmen, in diese eigene Selbstmeisterschaft zu gehen, um Yin und Yang, also männliche und weibliche Energie, also alle Energieanteile, die eigene Kraft, die eigene Macht, die Annahme, die Weiblichkeit, den Ausdruck, den Mut, die Schöpferkraft in sich anzunehmen, wahrzunehmen und diesen Weg für sich zu gehen.
gehen und sich hier explizit noch einmal mit den Ahnen zu verbinden. Hier kommt der Mut, hier kommt die Kraft, hier kommt die Annahme, hier kommt diese wunderschöne Verbindung, die auch hier mit der 8 wieder alles ins Fließen bringen will. Hinaus aus den Konflikten geht's. Ja, die Konflikte lösen sich hier auf. Chaos und Konflikte gehen hier raus. Das ist einfach hier im Moment das kollektive Thema. Chaos und Konflikte auch in diesen Verbindungen oder gerade auch durch solche Verbindungen in sich selbst, aber auch jetzt ganz, ganz stark weltlich gesehen, das ist einfach gerade an der Tagesordnung. Das wird gehen. Deswegen umso stärker sich hier mit seinem Stamm, mit seinen Wurzeln, mit seiner Seele hier zu verbinden, hier in die Annahme zu gehen, um damit im Hier und Jetzt alle Hindernisse zu überwinden. Mit Leichtigkeit, mit Freude schlüpft man hier, ja, ist man bereit und schlüpft man hier aus dem Ei heraus, um Liebe zu verschenken. Man ist im Hier und Jetzt, nicht gestern, nicht morgen, sondern hier. Und da verbindest du dich mit deinem Kosmos, mit deiner Erde, mit dir, um in dieser Dualität für dich zu wirken und in ganz viel Ruhe, Annahme und Kraft deine Meisterschaft hier zu bewirken. Ihr Lieben, ich freue mich sehr und wünsche euch jetzt, nein, entschuldigt, eine Karte möchte noch. Sag ich's, ja, der Mut kam vorher schon so stark durch, die Herzheilung. Es geht um die Herzheilung, es geht um die Kraft, da kommt Bewegung rein. In der Erdung hast du die Macht wieder in deine Lebensenergie, in deinen Mut, in deine Schönheit, in diese Annahme von all deinen Dingen einzutauchen. Diese Dualität liegt in der Heilung und du hast die Kraft, die aus verstückelten Geschichten ein Ganzes macht. So ihr Lieben, bis dann. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende noch. Baba.